einmal zieht. Ja? Dann soll ich direkt, wenn man Rückhand lernt, sofort mit zweimal Topspin hintereinander anfangen, sondern man soll sich wirklich darauf konzentrieren, wie man den Ball trifft. Das ist das Wichtigste. Wie erzeugt man Spin bei Rückhand? Und das geht ganz allein nur über den richtigen Treffpunkt und über die richtige Kraft, die ihr in den Ball gebt. Ja? Und die kommt halt aus dem Unterarm zu 80%. Ja? Ihr könnt beim Balltreffpunkt ein bisschen noch das Handgelenk dazu geben, aber ist nicht wichtig. So, starten wir ganz einfach. Patrick, komm mal bitte her. Bei der Rückhand kann man drei verschiedene Sachen spielen. Man kann kontern, man kann pressen und man kann Topspin ziehen. Ja? Und ganz wichtig ist, dass alle drei Sachen aus derselben Bewegung, also aus demselben Startpunkt anfangen. Man steht, entweder man presst, man kontert oder man zieht. Ja? So, schau mal das. Dass man nicht irgendwelche anderen Bewegungsabläufe für die verschiedenen Schläge hat, sondern dass alles von einem Punkt aus startet. So, zweite wichtige Sache. Wie kontert man? Konter ganz einfach. Man nimmt den Schläger ganz feste in die Hand, ja? Kein lockeres Handgelenk und steht parallel zum Ball, ja? Ich konter gerade und man sieht, ich benutze kaum Handgelenk. Und genau so kann ich nur präzise treffen. Ja? Mein Radius, den ich jetzt bei Patrick getroffen habe, außer der letzte Ball, hat sich auf dieses Viereck hier beschränkt. Warum? Weil ich ganz genau so, also mit einem festen Handgelenk, kann ich ganz genau dem Ball zeigen, wo er hinfliegen soll. Ja? Mit einem Handgelenk streut der Ball stark. Ja? Und das ist genau der Grund, warum ich sage, dass man kein Handgelenk in die Rückhand mit einbringen sollte. Ja? So, kommen wir zum zweiten Schritt, zum Topspin. Ganz einfach, man spielt nicht mehr gerade, sondern man hält den Schläger zu und zieht nach vorne. Ja? Klar, ich habe jetzt auch ein bisschen das Handgelenk, hat man gesehen. Aber mein erster Schritt ist zu und hier aus dem Unterarm die Kraft. Ja? Ich gehe komplett über den Ball. Ich benutze kaum den Schläger, sondern eigentlich nur den Belag, um Rotation zu erzeugen. Ja? Jetzt möchte ich noch mal ein paar Sachen sagen, die mir zum Beispiel in der ersten Einheit aufgefallen sind, was ziemlich fehlerhaft war bei mehreren von euch, was dazu führen kann, dass kein richtig guter Topspin entstehen kann. Zum Beispiel viele spielen von euch hier sehr weit vom Körper weg. Hier, wenn ich jetzt jemanden schubsen möchte, ich schubse nicht hier, ich gehe und schubse hier. Heißt genauso beim Topspin. Ich möchte Kraft erzeugen, ich kann hier Kraft erzeugen. Ich kann nicht hier Kraft erzeugen, ich erzeuge sie nur hier in der Nähe vom Körper. Ja? So, dann, was mir auch aufgefallen ist, aus dieser Situation heraus spielen dann sehr viele mit dem Handgelenk. Ne? Hier, Schläger muss in Verlängerung des Armes immer sein, damit es kaum zum Handgelenk beim Topspin kommt. Ja? Und zum Letzten und als allerletztes, was enorm wichtig ist, immer parallel zum Ball stehen. Niemals über dem Ball stehen, ja? Sodass der Ball sozusagen von euch runterfallen kann. Ihr müsst immer mit dem Oberkörper nicht ganz so aufrecht, aber ein bisschen aufrechter sein, sodass ihr mit dem Gesicht parallel zum Ball steht, wenn er kommt. Niemals über dem Ball. Ja? Wieso? Wenn der Ball mal ein bisschen leerer ist und weniger Rotation hat, könnt ihr nichts dagegen tun, dass er ins Netz fällt. Ja? So, jetzt habe ich viel gesprochen. Spielt euch erstmal ein und dann spielen wir ganz einfach Rückhand, Konter, Rückhand, Topspin. Und achtet wirklich darauf, dass ihr kontert und das Erste, was ihr tut, ist Schläger drehen, Unterarmkraft, ja? Jemand Fragen? Keine Fragen. Alle haben es verstanden. Das werden wir jetzt sehen. Das ist aber eigentlich nicht gut, dass keiner fragt. Wie geht's Ihnen? Du kannst mich ruhig duzen und mir geht's gut.
Also wirklich keiner fragen. Alles war verständlich, was ich gesagt habe. Widerspricht mir denn hier? Frage. Wie will ich denn parallel zu einem Punkt sein? Mit parallel meine ich, dass man, wenn der Ball kommt, am höchsten Punkt ist er meistens hier. Ja. Ja? Und parallel meine ich mit, dass man quasi fast auf Augenhöhe mit dem Ball ist und niemals auf den Ball drauf schaut. Okay. Ja, also dass man so steht, nicht. Also nochmal, beim Tischtennis bei der Rückhand müssen die Füße dahin zeigen, wo man auch den Ball hinhaben will. Ich kann nicht seitlich, also ich kann nicht zur Wand zeigen, wenn der Tisch hier steht und hier Rückhand spielen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, sobald ich ein bisschen zu weit rechts stehe. Das meinst du mit parallel. Also Füße nach vorne, vorm Körper, das ist das Wichtigste. Widerspricht mir jemand in dem, was ich gesagt habe, sagen wir es mal so? Ich erkläre kurz was. Ich darf einmal meinen Schläger nehmen. Dankeschön. Wir haben uns auch ein bisschen widersprochen, um ganz ehrlich zu sein. Die Sache ist, ich gebe dir aber in dem Punkt so recht, dass der Unterarm schon einen wichtigen Punkt, dass der Unterarm und der generelle Arm halt schon eine wichtige Rolle spielt. Das Handgelenk ergänzt. Weil ihr habt gerade gesehen, selbst wenn sie zieht, sie spielt ja auch nicht ohne Handgelenk. Ist das so oder habe ich so? Minimal ist es dabei. Es ist auf jeden Fall dabei, aber sie sagt, dass es beispielsweise primär der Arm ist. Ja, das stimmt, ja, okay. So, darum geht's. Wir gehen gleich später auch nochmal auf Handgelenk ein. Beispielsweise spielst du Rückhandflip ohne Handgelenk, kannst du vergessen. Wenn du ein bisschen, wenn du hier vorne spielst, dann spielst du ja so. Ja? Okay? Aber erstmal die Chefin reden lassen. Okay? So, einspielen an die Tische. Viel Erfolg. Oh mein Gott. Ich brauche einen Schläger.